Hallo, einen schönen guten Morgen zu einem neuen Vlog. Wir sind... Wow, was passiert hier? Oh Gott. Wir sind hier gerade frisch aufgestanden, wie ihr an mir selber hier und an den Augenringen erkennen könnt. Noah ist gerade los in den Kindergarten mit dem Papa. Und wir sind eigentlich auch schon wieder ready. Das erste Schläfchen. Nyla hängt hier irgendwie so an mir dran. Ja, also, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute zu DM, falls wir es hoffentlich schaffen. Ich habe Resteessen zu Mittag vorbereitet, also gestern Abend vorbereitet. Da kann ich euch ja gerne nochmal zeigen oder sagen, was ich da gekocht habe. Und es hat auch so gut geschmeckt. Und Noah hat es... Das haben wir gerade nicht so oft, der ist ziemlich picky zurzeit. Deswegen zeige ich euch heute das Rezept. Dann kommt hoffentlich heute noch eine Freundin mit ihrem Kind vorbei und wir spielen eine Runde. Ja, ich hole Noah dann vom Kindergarten ab, dass wir den Tag so ausklingen. Also es ist nichts Besonderes, haben wir nichts Besonderes vor. So, meine Lieben, Nyla hat gerade 1,5 Stunden an mir dran geschlafen. Ja, du? Dort. Ja, das kleine Mäuschen hier, ne? Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin einfach fassungslos. Ja, ich wollte jetzt zum DM. Andre hat mir gerade ein Foto geschickt. Vielleicht blende ich das mal hier ein. Alle Desinfektionsmittel in Berlin. In Berlin. Ausverkauft, im DM ausverkauft, wo er war. Das heißt, also wegen des Coronaviruses, ne? Also jetzt dreht hier die ganze Stadt durch. Ich kenne auch schon Leute, die Hamsterkäufe gemacht haben. Ich finde das schon ziemlich krass übertrieben. Wir wollten eh zu DM, weil ich habe einen Geschenkgutschein und wollte mir eh so ein paar Kosmetiksachen noch kaufen. Wir gehen jetzt mal zu DM. Wir haben ja jetzt 11 Uhr und um 12 wollen wir eigentlich Mittag essen. Also werden wir jetzt einen kleinen Ausflug machen. Ich nehme die Kamera mal mit. Mal sehen, inwieweit ich filmen kann. Hier ist es kalt, Schatzi. Wir müssen uns jetzt anziehen. Geht schon los. Ausverkauft. Ich sitze jetzt mittlerweile schon wieder hier auf dem Boden und habe hier alles verteilt, weil Nyla hier mir hilft und jetzt gerade mit meinem Portemonnaie beschäftigt ist. Deswegen zeige ich euch jetzt mal, was ich geholt habe. 50 Euro habe ich ausgegeben. Irgendwie gibt man immer viel zu viel bei DM aus, aber es ist tatsächlich das, was ich brauche. Kichererbsen, Kokosmilch, dann habe ich diese Kokosmilch entdeckt. Die ist sehr speziell, Kokosmilch mit Zitronengras und Ingwer. Fand ich nicht schlecht, wollte ich mal ausprobieren und es ist in Demeter-Qualität. Dann nochmal vegane Bolognese, die essen wir heute übrigens, heute Abend zum Abendbrot. Alverde Handseife. Ja, für die Toilette, Nachtwindeln, Dinkel gepufft ist Noah super gerne mit Joghurt oder mit Milch. Dann habe ich mir einen neuen Eyeliner geholt, der mal ein bisschen länger halten soll. Und das hier liebe ich ja. Das ist so mein allerliebstes Öl fürs Schminken. Also es ist ein Primer und ja, befeuchtet die Stellen unter den Augen besonders gut, bevor man Concealer aufträgt. Dann habe ich hier für Noah eine neue Zahnbürste gefunden. Klimaneutrale Zahnbürste. Und ein Zahnpflegeset für Nyla. Ich will jetzt damit anfangen, weil sie hat ja schon viele Zähne. Wie ihr gesehen habt, ist das hier überall schon ausverkauft gewesen. Deswegen habe ich mal 2 Stück mitgenommen. Dann habe ich 2 Sacrotan-Handseifen. Noah ist ja so verschwenderisch, muss ich dazu auch sagen. Da muss man echt aufpassen und das soll nicht so daneben gehen. Also mal sehen. Ich benutze eigentlich eher die Handseife. André ist ja so, oh, ich will keine Handseife benutzen, deswegen hole ich das noch.
Snacks für die Kinder. Bratöl, kann man auch zum Backen benutzen. Dinkelspaghetti, die sind super lecker. Super lecker. Nein, ich muss mal mein Geld retten. Roggenvollkornbrot, wenn man mal kein frisches Brot da hat, finde ich das ganz gut und lecker. Ah, Munziöl wollte ich mal ausprobieren von Alverde. Ich habe das von Ringane als Probeöl bekommen, was auch in Ordnung war. Man denkt, das wäre Glas, aber das ist Plastik. Oder sehe ich das falsch? Ja. So, da will jemand abhauen mit dem Portemonnaie. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Tschüss. Winke, winke. Papa, wo ist Papa? Wo ist Papa? Hier nicht. Wo ist Papa? Jetzt nochmal. Naila kann jetzt Papa sagen. Das ist wirklich zuckersüß. Also sie kann ja schon Mama sein. Aber jetzt kann sie auch Papa sagen. Da hat er sich gestern sehr gefreut drüber. So, unser Essen ist fertig. Das sind Resteessen von gestern. Warte, ich drehe mal um. Das sind Kichererbsen mit Süßkartoffeln in einer Kokosmilchsoße mit passierten Tomaten und ein bisschen Kurkuma, mini bisschen. Man kann noch Curry dazu geben, aber dadurch, dass es die Kinder mitessen, habe ich Agavendicksirup reingegeben und ein bisschen Salz. Und ein bisschen Sojasauce, das schadet nicht. Und für mich gibt es immer noch ein bisschen Leinöl. Und jetzt hole ich mal die Nailie dazu, die muss nämlich auch noch was essen. Essenszeit. Essenszeit, lecker. Naila liebt ja Reis. Die ist ja so eine Reisesserin. Das ist unglaublich. Guckt euch sie mal an. Die ist schon am Mampfen hier, ne? So. Und dann versuchen wir mal mit dem grünen Becher zu trinken, ne, Schatzi? Guten Appetit. Lecker, landet alles nur hier irgendwie unten drunter, ne? Aber was soll's. Lecker? Ja, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt einen Kaffee trinke. Jetzt ist gleich auch Schlafenszeit und das bedeutet, Naila wird in den Schlaf gestillt. Und ja, was soll ich sagen? Dann kann ich nicht schlafen. Blöd, ne? Aber ich bin jetzt irgendwie wieder voll auf Kaffee. Naila wütet jetzt hier im Hintergrund rum. Irgendwie müsst ihr auch denken, ich hätte nur ein Kind. Ne? Noah kommt so selten in den Vlogs vor, aber auch nur deswegen, weil ich ihn ja so wenig zeige. Und er möchte einfach nicht gefilmt werden. Was soll ich machen? Ne? Also er sagt, kein Foto! Was ich super finde für sein Alter, dass er schon weiß, was er will, finde ich toll. Also respektiere ich das auch, nun filme ich ihn halt weniger. Und Naila wütet halt hier so ein bisschen rum. Und ist halt noch ein kleines Babychen, ne? Ganz kurz zum Thema Coronavirus. Sorry. Also ich bin froh, dass ich jetzt erstmal die Grippe hinter mich gebracht habe. Oder wir. Dass wir die Grippe hinter uns gebracht haben. Das war wirklich kein Spaß. Also Wochen, 3, 4 Wochen waren wir hier wirklich alle fix und fertig. Ja, also meine Mutter hat sich nicht angesteckt. Das fand ich schon mal richtig gut.
Aber ich weiß auch nicht, wie viele Leute wir denn damit angesteckt haben. Ne? Es ging ja richtig krass rum im Kindergarten. Sind sie wie Dominosteine umgekippt, die Kinder. Und von dort haben wir es natürlich auch. Ne? Zu Corona, ja, also wir wollten ja ursprünglich nochmal in Urlaub fahren. Ohne André, mit meiner Mutter. Ich hatte es gestern auf Instagram gepostet. Und meine Mutter war dem Ganzen noch nicht so ganz, sie war irgendwie noch nicht so ganz zufrieden mit all dem, was wir da geplant hatten. Und ich hatte dann zum Schluss Teneriffa im Blick. Pauschalurlaub. So wenig machen wie möglich, eine Woche lang. Naja, und dann kam halt der Fall mit dem Coronavirus auf Teneriffa, in einem der Hotels, die wir uns sogar angeschaut hatten. Ja, und das Hotel ist jetzt voll in Quarantäne, weil dort ein Urlauber war, der das Virus hatte. Und deswegen dürfen die Leute aus dem Hotel nicht raus, nicht rein und nicht raus. Ja, somit hat sich dann auch die Geschichte, nach Teneriffa zu fliegen, abgeschminkt. Also jetzt bin ich irgendwie voll auf dem Zug mit drauf. Also ich würde nicht sagen, ich habe Panik, aber alle Leute um mich herum machen mich total fuschig. Kennt ihr das? Also ich will euch nicht fuschig machen. Ich erzähle euch nur, was mir erzählt wurde. Und also ich habe Freunde, die machen schon Hamsterkäufe, weil hier in Berlin schon einige Leute richtig am Rad drehen. Deswegen war ich heute bei DM. Hallo Naili, guten Tag. Bist du auch da? Wir holen mal deine Strumpfhose, ne? Das wird sonst zu kalt, Mäuschen. Ein kleines aktives Mäuschen, die klettert so gerne. Unfassbar, die kommt jetzt gleich auf die Couch hoch, ne? Du hast es geschafft! Wow! Okay, wo sind wir stehen geblieben? Coronavirus, ja. Und das ist, ja, das hat sich dann jetzt mit dem Urlaub erledigt. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal nicht mehr in Urlaub. Und angesichts der Coronavirus-Lage bin ich mir sowieso nicht mehr sicher, was wir jetzt hier überhaupt tun sollten. Bei DM waren alle Desinfektionsmittel ausverkauft und können nicht nachgeliefert werden. Also ich finde es gut, dass alle jetzt auf ihre Hygiene achten oder Handhygiene draußen auf den Straßen. Und in der U-Bahn und so. Aber die drehen hier völlig am Rad. Ich weiß nicht, ob es bei euch im DM auch so ist. Sind die Desinfektionsmittel auch alle ausverkauft? Das gibt's doch nicht. Bei Masken, ja, okay, verstanden. Aber bei DM, Desinfektionsmittel, ist echt krass. Und dann hat mir jemand geschrieben auf Instagram, sie ist Expertin in dem Bereich. Und sie würde auch nicht die billigen Desinfektionsmittel empfehlen, weil da billigere Inhaltsstoffe drin sind, die auf Dauer nicht gut für die Gesundheit sind. Deswegen würde sie die aus der Apotheke, die Sterilisationstücher oder was auch immer, aus der Apotheke empfehlen. Ja, so, ein kurzer Abriss, ne? Ja, und Naila, da geht's nicht hoch. Hier! So, um das Thema nochmal abzuschließen, was denkt ihr denn darüber? Drehen die Leute jetzt komplett am Rad oder ist es total übertrieben? So, weil ich weiß, wenn hier in Berlin irgendwas los ist, passiert, dann richtig. Dann sperren sie Straßen ab, dann gehen hier die Leute auf Hamster-Einkäufe. Also das wird dann richtig außer Rand und Band sein. Das Naila? Du kommst hier nicht mehr raus, ne? Jetzt hast du das Schwert angemacht. Naila hat gut geschlafen und ich lag einfach nur daneben. Meine Güte, diese Augenringe. Ja, nee, also ich lag einfach nur daneben. Wie schon angekündigt, konnte ich nicht schlafen. Vielleicht lag es auch so ein bisschen an meinem Kakaoriegel, den ich davor gegessen hatte und an meinem Kaffee natürlich. Es ist jetzt auch schon Zeit. Wir müssen uns anziehen und die Nora rausholen. Ja!
Wir holen jetzt deinen Bruder ab. Aber dazu müssen wir uns nochmal anziehen. Aber jetzt Noah holen, ne? Also es heißt für dich, Naila, da unten, die Erdbeere, anziehen, okay? Lecker. So. So. Noah, du bist, ernährst dich nicht vegan? Nein? Nein. Aber deine Mama ernährt sich vegan. Ja. Noah isst gerade Popcorn, hat die Auli mitgebracht. Die ist gerade gekommen mit meiner Cousine aus Wien. Hallo. Hi. Ich habe jetzt extra so drumherum. Und ich nutze die Zeit jetzt und würde mal sagen, ich wasche jetzt meine Haare, weil die sehen echt super fertig aus, aber die sind gar nicht fertig. Das ist nur Öl, weil ich gestern bei einer Massage war. Ich habe es mir mal gegönnt. Ja, ich habe ja zum Geburtstag verschiedene Gutscheine bekommen, alle vom selben Laden. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich gehe nach dem Lunch, wo ich mit meinen Kollegen war, noch in einen 30-Minuten Rückenmassagetermin. Das habe ich dann wahrgenommen und dann hat sie natürlich mit dem Öl meinen Kopf lang massiert. Und dann dachte ich, ja, guck das jetzt. Ach, du liebe Zeit, wo ist es gelandet? Das ist nicht. Das ging mir auch zu schnell. Wo ist es? Das hätte uns treffen können, Maribel. Das hätte uns treffen können. Was war das? Korken. Der Arztkoffer, genau. Was soll ich vor die Pforte gehen? Ich habe die Welt doch längst gesehen. Ihr glaubt mir nicht, ihr wollt Beweise. Die findet ihr auf eurer Reise. Ihr Lieben, guten Appetit.